Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich zugeschaltet haben. Wir feiern heute diesen Gottesdienst in der Kirche in Altbach. Noch immer sind wir in der Osterzeit. Das Leben des Auferstandenen soll uns prägen. Er schenkt uns ein Leben, das dem Tod den Stachel genommen hat, das uns die Kraft gibt, auch aus solchen Krisen wie in der Corona-Zeit wieder neu aufzustehen. Und so stellen wir uns unter seine Gegenwart und beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Diesen Gottesdienst feiern wir heute vom Pastoralteam, den wir miteinander gestaltet haben. Jesus Christus ist jetzt in unserer Mitte. Wir rufen sein Erbarmen auf uns herab. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt, um zu heilen, was verwundet ist. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Du bist gekommen, um uns den richtigen Weg zu zeigen. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten. Herr, erbarme dich unser. Wir beten. Guter Gott, du hast Freude an den Menschen, die dankbar sind für die kleinen Dinge des Alltags. Gib uns die Kraft, die Dankbarkeit des Herzens zu bewahren, damit für uns nichts selbstverständlich ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und er offenbarte sich in folgender Weise: Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen.
Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlefeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es waren 153 große Fische mit 153 großen Fischen gefüllt. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte, ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Thank you.
In Altbach und Deizisau waren die Menschen eingeladen, etwas, das sie als Wunder empfinden, auf Osteranhänger zu schreiben und dann hier in den Kirchen, wie wir hier vorne sehen, an den Altar an einen Strauß zu hängen. Und dabei ging es darum, sich gegenseitig Mut zu machen und im Glauben zu stärken. Und wenn ich mir so anschaue, was dabei herausgekommen ist, dann muss ich echt sagen, ja, es ist gelungen. Und deshalb möchte ich heute im Zusammenhang mit dem Evangelium Sie an diesen Gedanken der Gemeindemitglieder teilhaben lassen. Wir hörten im Evangelium zunächst von einer Alltagssituation. Die Jünger sind wieder in den alten Beruf als Fischer zurückgekehrt und sie haben die ganze Nacht gefischt, aber nichts gefangen. Sie sind mit ihrem Vorhaben gescheitert und wahrscheinlich sind sie frustriert, resigniert, ohne viel Hoffnung für den heutigen Tag. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir kommt es bekannt vor. Auch wenn mein Alltag so ganz anders ist als der Fischer, dann kenne ich das. Ich bemühe mich und etwas gelingt nicht. Und gerade jetzt, wo dazu noch die vielen Einschränkungen kommen, erscheint manches Bemühen noch sinnloser. Ja, wo finde ich nun Glück, Erfüllung, Lebenssinn? Doch wir Menschen haben zum Glück die Eigenschaft zu hoffen, zu wünschen und zu träumen. Und einige haben genau das formuliert. Ich wünsche mir Gesundheit, Glück für meine Familie und alle Menschen. Lieber Gott, bitte hilf uns, damit wir bald wieder auf den Spielplatz dürfen. Lieber Gott, lass dieses Unheil schnell vorübergehen. Lass uns alle zusammenhalten, unser Glaube soll uns helfen. Bei den Jüngern im Evangelium taucht in dieser ernüchternden Situation, in der man sich nach Veränderung sehnt, jemand auf und der fragt: Habt ihr keinen Fisch zu essen? Probiert es noch einmal. Werft eure Netze auf der anderen Seite aus, dann werdet ihr etwas finden. Wenn jemand so etwas sagt, wenn ich schon oft ohne Erfolg etwas versucht habe, dann denke ich gern: Ach, das bringt doch nichts. Was soll das? Wir haben doch schon alles probiert. Wir müssen uns eben damit abfinden. Doch die Jünger, die tun, wie er gesagt hat. Und siehe da, das Netz ist voller Fische. Und da erkennt der Jünger, den Jesus liebte, das ist der Herr, das ist Jesus. Die Liebe ist es, die den Blick öffnet. Mir geht es, wie den Jüngern, auch oft so, dass ich Gott nicht wahrnehme. Und dann bin ich froh, wenn es Menschen, zum Beispiel in unserer Gemeinde gibt, die Jesus erkennen und deren Liebe es ihnen möglich macht, manches mit anderen Augen zu sehen. Das gibt mir Mut und Hoffnung und verändert auch meinen Blick auf die Welt. Einige haben ihren Glauben hier auf die Osteranhänger geschrieben und so können auch wir uns von diesem Glauben nähren. Weil wir glauben können, Gott ist uns jetzt besonders nahe. Er ist hier unter uns, ich bin mir sicher, ich spüre ihn. Mein Osterwunder: Gott ist so viel größer und seine Liebe zu uns Menschen ist unendlich.
Das schenkt mir Hoffnung in dieser Zeit. Das sind Bekenntnisse des Glaubens und sie stärken meinen Glauben und ich hoffe, dass sie auch ihren stärken. Ich danke denen dafür, die es aufgeschrieben haben. In der Erzählung, da geht es weiter. 153 Fische haben die Jünger gefangen. So viel, dass sie das Netz gar nicht mehr einholen konnten. Aber das Netz riss nicht. Es ist unglaublich, wenn wir uns das vorstellen. Jesus macht Wunder möglich. Wunder in dieser Welt zu sehen, ist nicht einfach. Dazu braucht es einen liebenden Blick und oft einen Blickwechsel über alle Probleme und Sorgen hinaus. Immer wieder höre ich in letzter Zeit von Gemeindemitgliedern: Wer weiß, auf was uns Gott mit dieser Krise stoßen soll? Einige Gemeindemitglieder haben die Gabe, das ein oder andere als Wunder zu empfinden. Sie können Wunder in dieser Krise entdecken. Wie viel Hilfsbereitschaft, Mitmenschlichkeit und Kreativität diese Zeit hervorbringt, das ist ein Wunder. Erstaunlich ist die Hilfsbereitschaft, die Disziplin und Geduld im Schlange stellen. Eine schöne Sache ist die gemeinsame Zeit. Bleibt alle gesund. Wir lernen und erfahren wieder, das Wichtige zu erkennen. Frohe Ostern! Wir glauben, dass wir alle gemeinsam und gestärkt aus dieser Krise gehen. Was vorher selbstverständlich war, wird jetzt als Wunder wahrgenommen. Hören wir. Ich danke Gott. Meine mir geschenkte Tochter, die mich liebt, egal was ich tue, wie ich bin. Ich danke Gott für dieses Wunder. Habe ich es verdient? Das weiß nur Gott und sein Sohn. Wir glauben, dass wir alle gemeinsam und gestärkt aus dieser Krise gehen. Wir lernen und erfahren wieder, das Wichtige zu erkennen. Frohe Ostern! Wie wundervoll ist im Moment die Natur! Ein Wunder, wie jedes Jahr erwacht im Frühling die Natur aus ihrer Winterstarre und bringt uns mit tausendfachen Blüten zum Staunen. Wunder zu sehen stärkt die Hoffnung und die Freude. Und ich lade Sie ein, weitere Wunder zu entdecken und es dann anderen auch zu erzählen. Das gibt Energie und es stärkt für Minuten, für Stunden, manchmal sogar für Tage. Jesus begegnet uns in seinen Wundern, dort, wo wir sind. Thank you.
Obwohl es so viele Fische waren, zerriss das Netz nicht. Verbirgt sich dahinter nicht schon ein Hinweis auf die Gemeinschaft und Einheit der Kirche und den Frieden, der darin herrschen muss? Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf unseren Glauben und schenke nach deinem Willen der Kirche die Einheit und unserer Welt deinen Frieden. Und diesen Frieden geben wir weiter. Der Friede des Herrn sei mit euch und mit deinem Geiste. Wir loben jetzt Christus, den Auferstandenen. Er tritt jetzt in unsere Mitte. Aufstehen, wenn wir am Boden sind. Christus ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Wir freuen uns, Herr Jesus Christ, dass du erhöht beim Vater bist. Und doch bist du an unserer Seite. Christus ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Wir loben dich, Herr Jesu Christ, weil Gottes Reich im Kommen ist. Du kommst mit der Fülle des Lebens in unsere Lehre. Christus ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Wir bringen unsere Bitten vor Gott. Die vergangenen Wochen haben auf verschiedenste Weise den Zusammenhalt untereinander gestärkt. Wir bitten für alle, die sich für andere einsetzen. Schenke ihnen gute Begegnungen. Wir bitten dich, erhöre uns. Viele Menschen sind zurzeit auf sich allein gestellt. Wir bitten dich, schenke ihnen Mut, um Hilfe zu bitten und Menschen, die für sie da sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Ungeduldig erhoffen wir eine schnelle Besserung der Situation. Wir bitten dich, schenke uns Gelassenheit für die kommenden Wochen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, in Kliniken, Hospizen und Pflegeeinrichtungen.
Schenke ihnen Stärkung für ihre unermüdliche Arbeit. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Kranken und Pflegebedürftigen. Sei bei ihnen und stärke sie. Wir bitten dich, erhöre uns. All unsere Bitten, auch die, die wir nicht vorgetragen haben, legen wir in das Gebet, das der Herr uns gelehrt hat, in der wir besonders heute in Anbetracht des Evangeliums um das tägliche Brot und um das Brot des Lebens bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende dieses Gottesdienstes möchte ich danken. Florian Pattler an der Orgel, Herrn Peter Bartholot für die Kameraführung, seiner Frau Elisa für den Schnitt dieses Gottesdienstes. Ein Dankeschön den Mitgliedern des Pastoralteams. Wir haben diesen Gottesdienst ja gemeinsam gestaltet. Ich danke für den Einsatz, besonders in dieser Zeit, jeder und jede mit seinen und ihren Talenten und Fähigkeiten. Von der Technik her, der Computertechnik, bis eben zu der Aufgabe, Ihnen auch in dieser Zeit nahe zu sein. Eine Kostprobe haben wir da gesehen mit dem Blumenarrangement und mit den Kärtchen, die viele geschrieben haben. Und da sind so viele Dienste verbunden, gerade auch zur Zeit ist der Dienst auf den Friedhöfen eine große Herausforderung. Auch da ein Dankeschön, dass Sie diese Herausforderung auf sich nehmen. Der Segen Gottes möge uns alle jetzt tragen und begleiten.
Gott der Ewige, der Abraham aufbrechen ließ in ein fremdes Land, der gebe dir einen festen Weg unter deine Füße. Amen. Gott der Treue, der Mose erwählte, damit er sein Volk aus der Gefangenschaft führe, der nehme dir von der Seele, was deine Schritte schwer macht. Amen. Gott der Lebendige, der Jesus von den Toten auferweckte und ihm den Namen gab, der über alle Namen ist, der schenke dir ein Widerwort gegen alles Böse. Amen. Und das gewähre uns der treue und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und alles sei unter den Schutz und Segen Gottes gestellt. Bleiben Sie gesund und gelassen.